gibt ein uncooles Update zu meinem Wagen. Der Martin hat mir angerufen und gesagt, Fenster wird am 3. August, also in anderthalb Wochen, zwei Wochen. Es gibt ein bisschen Verzögerung. Nachher bin ich in Norwegen für zwei Wochen. Also das Frühste, was ich an dem Wagen weiterbauen kann, ist ab dem 21. August. Es geht alles ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Egal, das ist Teil des Spiels, wenn man keine Ahnung hat. Ich war das ganze Wochenende an der Filmtag Egrisau und das Büro ist für mich nach wie vor so das Epizentrum. Da passiert alles. Das ist so mein Stützpunkt, eigentlich das Zentrum von meinem Leben. Und wenn ich drei Tage nicht im Büro bin und einfach nur da komme und alles anrühre, dann sieht das Büro nachher so aus. Und wer mich kennt, weiß, dass mein Tisch eigentlich im Normalfall leer ist. Also ich räume jetzt den Tisch auf. Ach, ich fühle mich viel wohler, wenn der Tisch aufgeräumt ist, so wie jetzt. Sogar Leonardo da Vinci hat gesagt, das Internet ist schneller, wenn du an einem aufgeräumten Tisch bist. Ich muss schon sagen, dass es nicht so cool war, die ganze Fenstersituation, so dass die erst halt am 3. August kommen und dann ich zwei Wochen in der Ferien bin. Das ist so ein bisschen doof. Ich bin überhaupt nicht mit dem Zeitplan. Also ich glaube, auf den Herbst werde ich auch nicht fertig mit dem Umbau, was mal so ein bisschen der Plan war. Aber ja, es ist, wie es ist. Es hat mich ein bisschen aufgeregt. Ich bin, glaube ich, ein bisschen verrückt worden dann für mindestens 3 Minuten. Aber jetzt ist es okay. Und ich habe jetzt etwas ziemlich Cooles getroffen. Es tun sich jetzt weg der ganzen Fenstersituation wieder ganz neue Sachen auf, die cool sind. Ich kann auch nicht mehr sagen darüber, aber wenn es klappt, wird es mega. Also, es hat immer etwas Gutes. Es ist 8:30 Uhr, ich bin immer noch im Büro. Ich möchte noch etwas fertig machen auf morgen. Bis dann.